Damit herzlich willkommen zu Eintracht Lebenslang Folge 102. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der etwas kranke Kiwi. Hallo. Hallo. Und der Martin. Grüß Gott. Grüß Gott. Und der Jussi aus dem fernen Finnland. Ja, der etwas müde Jussi. Hallo. Der etwas müde Jussi. Jetzt wäre für Martin nichts eingefallen. Das wäre noch eine der müde Martin hätte natürlich besser gepasst. Mit der Alliteration nach dem kranken Kiwi. Naja. Ja, herzlich willkommen an Tag 1 der neuen Präsidentschaft von Nicole Kumpis. Eintracht Braunschweig hat mal wieder Geschichte. Des neuen Regimes. Ja. Eintracht hat mal wieder Geschichte geschrieben. Game of Tracht. Game of Tracht. Grüße an den Arnim. Ja, gestern war die AOMV und darüber wollen wir auch zuerst reden. Wir haben danach noch das Spiel gegen Mannheim, das Spiel gegen Saarbrücken. Wir müssen bestimmt noch mal kurz auf Türkgücü gucken, was da so die möglichen verrückten Szenarien sind, die sich da so in der letzten Woche entwickelt haben. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal die AOMV. Und das Gute ist, ich kann mir jetzt zurücklehnen. Ich habe hier drei Leute, die dabei waren und sich die... Es war denn doch ziemlich lang, ne? Nachdem man eigentlich die... 4 Stunden hat es ungefähr gedauert. Die Tagesordnung gesehen hat, mit 5 Punkten, wobei eigentlich Punkt 5 verschieden ist, normalerweise immer der längste ist, der war jetzt relativ schnell, aber bis es denn überhaupt zur Wahl, genau, bis zu Punkt 3 kam, der Wahl, das Wichtigste, was alle wissen wollten, da war es schon nach 10 Uhr, ne? Also die Wahl ging eigentlich auch schnell. Die Wahl ging schnell, ja, aber dahin zu kommen. Den digitalen, ja. Also ein bisschen unüblich, komisch fand ich, das haben wir auch, als wir schon vorher geschrieben haben, unüblich, dass als sich alle einem nacheinander vorgestellt haben, also beide Teams nacheinander vorgestellt haben und dann einzeln gewählt wurde. Das ist irgendwie, also hätte wahrscheinlich vom Inhalt mehr Sinn gemacht auf die Wahl, der Einfluss, wenn man sich vorgestellt hätte und dann direkt gewählt worden wäre. Also dann, es gibt natürlich bestimmt einige, die halt schon vergessen haben, was sie gesagt haben. Ich konnte mich auch nicht mehr an alles erinnern. Also ich wusste zwar, wen ich wählen wollte vorher schon, weil man sich ja als interessiertes Mitglied vorher damit beschäftigt. Aber ich habe natürlich trotzdem auf an eingeschaltet, war pünktlich um 19 Uhr dabei und durfte mir dann ein letztes Mal anhören, wie Christoph Bratmann kurz und schmerzlos oder, naja, lang und schmerzhaft in den Abend reingestartet ist. Ja, auch für mich auf jeden Fall eine hoffentliche Bereicherung. Das war schon klar, dass beide Präsidentschaftskandidaten nicht so ausschweifend reden wie er, also einschläfernd reden. Ja, und dann ging es halt los, wurden die wahlberechtigten Mitglieder festgestellt. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mal ganz 600. Ja. Sollte sich ändern im Laufe des Abends. Und dann kamen halt die einzelnen Vorstellungen für Teams. Ich weiß nicht, ob wir auf die eingehen wollen, nochmal die Vorstellung, weil das ist jetzt wahrscheinlich hinfällig. Ja, also waren auf jeden Fall alle, hatten ja 10 Minuten maximal Zeit, die meisten noch deutlich drunter geblieben. Christoph Köchi hat relativ viel Zeit, der war auch telefonisch zugeschaltet, weil er sich in Quarantäne befindet. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Was für ihn natürlich an sich ein Nachteil war, aber da gegen Benjamin Kessel antreten musste, ist es auch die Frage, ob er überhaupt, wie groß seine Chancen überhaupt waren. Hat sich aber wacker geschlagen im Ergebnis. Ein bisschen kurios war, dass halt Uwe Fritsch meinte, dass er bei Gründungsmitglied und nach wie vor Mitglied der Volkswagen Löwen sei, was ja der größte Fanclub ist. Und dann bei den Fragen an die Volkswagen, also dann zwei Leute von den Volkswagen Löwen, unter anderem Wolfgang Schöps, der da ja der Ehrenpräsident und langjährige Präsident war, also Ehrenpräsident ist, meinten, dass das so nicht stimmt und er kein Mitglied ist, was natürlich auch sehr irgendwie schon kurios ist, so dass da dann solche von Uwe zu Uwe gegeneinander, genau, von Uwe zu Uwe, welche Behauptungen da dann gegeneinander aufgestellt werden. Auch ein bisschen zum Verhängnis wurde Kai-Uwe Rohn, der dann ja auch nicht gewählt wurde, eventuell, dass dann rauskam, dass er auch Abteilungsvorstand, was ist da irgendwie Fitness und Bewegungssport Abteilungsleiter, ist ja auch Mitglied des Wahlausschusses und hat damit auch unter anderem über die Kandidatur seiner Konkurrentin Bettina Heinecke
mitbefinden dürfen, ist da scheinbar nicht aus dem Raum gegangen oder so. Also ich weiß ja, an der Schule war es immer so, bei Zeugniskonferenzen, da mussten Eltern auch raus, wenn ihr Kind da besprochen wurde, oder Schülervertreter raus, wenn sie selber besprochen wurden. Vor allem dann zu sagen, sie hätte es ja ansagen können. Ja, das können sie natürlich nicht sagen. Sie können doch nicht sagen, gehen Sie mal bitte raus, dann fliegt sie ja ein. Genau, in dem Moment hat Kai-Uwe Rohn, auch wenn er nur einer von 10 Leuten oder so, da ist er auch, oder nicht 10 von aller Abteilungsleiter, sondern 18 Leuten, glaube ich. Trotzdem hat er eine gewisse Art Machtposition über sie. Kann er nicht erwarten, dass sie dann, und das hat er doch irgendwie nicht eingesehen, dass das vielleicht suboptimal war, als Benjamin Riefenberg dazu die Frage gestellt hat, schriftlich. Er sowieso zweimal sehr ausführliche Fragen gestellt hat und mehrfach Fragen sogar. Und da hat er halt sehr, also ich fand, und alle, mit denen ich drüber geschrieben habe, fanden das, glaube ich, auch, dass er da echt keine gute Figur gemacht hat bei der Antwort. Und vielleicht hat das auch mit dafür gesagt, dass er dann als einziger aus Team Roter Löwe nicht gewählt wurde. Das war kurios, ne? Also ja, das wurde ja vor und nach der Wahl von beiden Teams, aber auch vor allem auch vom Team Komischer, nach der Wahl gesagt, dass sie ja durch ihre tollen Vorstellungen bei den Abteilungen vor allem gewählt wurden. Das ist natürlich etwas kurios, wenn der Vizepräsident Abteilungen nicht gewählt wird. Ja, weil das ja der ist, der maßgeblich für die Abteilungen zuständig ist. Und ja, anscheinend, also das, entweder hat er bisher wirklich nicht gute Arbeit, also auf jeden Fall aus mehreren, aus irgendeinem Grund nicht überzeugt, obwohl sie in der Abteilung anscheinend genug Werbung gemacht haben für sich. Was ich auch nicht so toll fand von ihm, dass er meinte, bei der Anwerbung von Fans, dass man sich als Mitglied, dass man dieses Klientel auch schon gekümmert hätte. Also ich finde das Wort Klientel jetzt nicht so, vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt. Muss aber sagen, dass eigentlich alle Reden ja recht überzeugend waren. Also die beiden Vizepräsidenten Finanzen sind halt für den Bereich Finanzen entsprechend aufgetreten. Charisma-Bomben. Ja, aber man hat das Gefühl, als ob alle sich einsetzen würden, als ob alle einen grundsätzlichen Plan hatten. Was mir nicht so gefallen hat bei Rainer Tschech, was er schon in der Vergangenheit gemacht hat, dass er so mit ein bisschen Angst verbreiten sich verkauft. Ne? Vertreter, ich bin da Versicherungsvertreter, kenne ich das von einigen Kollegen, ne? Man sagt, kaufe Versicherung oder dir wird was Schlimmes passieren. Unbewiesene Tatsachen, die man nicht wieder darlegen kann. Kennen wir ja schon aus vergangenen Veranstaltungen, wo gesagt wurde, ja, die ganzen Sponsoren springen ab und dann auf einmal am nächsten Tag wurden 5 Sponsoren vorgestellt, die Fotos veröffentlicht wurden, die vorher gemacht wurden, wo es anscheinend nicht so richtig gestimmt hat. Ja, wenn die Sponsoren nur wegen Rainer Tschech da sind, finde ich das ein bisschen komisch, weil die Sponsoren Eintracht Braunschweig sein sollen. Und wenn das auch sozusagen, als ob andere das gar nicht könnten, das finde ich auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber, denen zu sagen, ey, seid so nicht in der Lage, zu Sponsoren anzuziehen und seid alle Sponsoren vertrauen nur mir und euch würden die überhaupt nicht vertrauen, finde ich ein bisschen unfair. Hörst du mich, Martin, ganz okay? Also bei ja bei Martin auch? Nee, du bist es auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Internetprobleme habe, ich würde vielleicht einmal kurz raus und wieder reingehen. Ja, okay. Weil ich habe sehr viel Ruckelei und ich gehe nochmal kurz aufs Studio-Link raus. Ja, alles klar. Ja, soll ich trotzdem weitermachen? Ja, mach du mal weiter. Ja, also meine Frau hat mir eine gute Frage gestellt, die ich nie, auf die Schnelle auch nicht beantworten konnte. Warum haben sich die Leute als Team beworben, dann aber irgendwie wurde festgestellt, dass es keine Teamwahl stattfinden kann und warum dann trotzdem sozusagen an diese Teammuster festgehalten wurde und einfach dann auch warum es dann quasi dann doch Einzelwahlen gab, weil man hätte ja auch, was ich eigentlich am Anfang auch vermutet hätte, da sie als Team aufgetreten sind, dass dann die Mitglieder des verlorenen Teams quasi dann ihre Kandidatur einfach zurückgezogen hätten. Und da hätte man damit sozusagen dann dieses komplette Team dann quasi gewählt. Man hätte es auch so kommunizieren können,
Aber so wurde es wurde es nicht so gemacht und das fand ich dann im Endeffekt dann schon ein bisschen merkwürdig, dass da quasi sozusagen ja die ganzen Thesen und so wurden ja alle als Team präsentiert und das hat mich dann schon ein bisschen bewirrt, auch als Wähler sozusagen, weil ich das einfach nicht so richtig dann einordnen konnte, auch was nun welcher Kandidat so, wie ich denke, weil ich habe das ja bisher immer alles nur aus der Teamperspektive beobachtet. Ich Das fand persönlich ich auch ein aber. bisschen unglücklich, muss ich sagen. Vor allem fürs Team Ditzinger, weil bei anderen Teams denke ich, dass man besser einschätzen konnte, wie die Einzel was die einzelne Person macht, weil erstens zum Teil schon im Präsidium vorher oder anderweitig bekannt, also Benny Kessel kennt man halt. Ne, man weiß auch, wo das Wissen sozusagen, das eigene Wissen sozusagen herkommt. Und ja, also da konnte man sich zumindest auch als nicht gut informierter Mensch besser was drunter vorstellen. Ich vermute mal, dass sie selber nicht wussten, dass eine Teamwahl nicht möglich ist. Also es ist laut Satzung so, dass nur einzeln gewählt werden kann, weil es war auch schließlich das erste Mal, also zumindest offiziell das erste Mal, dass sich zwei Leute zur Wahl gestellt haben für einen Posten. Es kann einfach sein, dass man das nicht wusste, ne? Ja Wie gut, ist es aber auch dann nie hätte offiziell man groß rausgekommen, spätestens, ne? ja, hätte man spätestens, wenn man das wusste, nicht wusste, okay, dann stellt man es fest, dann hätte man wenigstens diese Rückzugaktion. Aber die haben ja extra nochmal erklärt, vor der Wahl, dass jeder Kandidat sich bereitgestellt hat, auch sozusagen im Mischteam mitzumachen. Also Ja, das finde ich auch okay, weil die Leute ja für Eintracht arbeiten sollen, nicht für den Präsidenten. Es kann ja auch immer sein, dass jemand zurücktritt oder zurücktreten muss oder aus Und irgendeinem Grund zurücktritt, dann dürfen nicht alle zurücktreten. ich muss sagen, ich finde es auch besser, also dass auch ein Doch Mischteam möglich ist. demokratischer. Das sind eher genau, man hat mehr Auswahl, mehr Flexibilität. Wenn ich in dem einen Bereich Kandidat A und im anderen Kandidatin B besser finde, also von Team A und von Team B, kann ich das so wählen, wenn ich möchte. Und es sind alles erwachsene, seriöse, vernünftige Menschen und die sollen auch damit klarkommen, wenn die halt jemanden aus dem anderen Team als mit Vizepräsidentin oder als Präsident oder wie auch immer haben. Also, ja, Ja, an sich also an der Wahl kann. habe ich auch nichts, aber dann hätte man halt nur nicht diese Teamwahl oder diese Teamperspektive gehabt. Also ich Ja. will, also ich finde, ich Dafür fand es hätte man halt abrücken sollen, ne? zum Schluss fand ich es halt einfach unfair gegenüber manchen Kandidaten, dass sie sich da nicht auch ein bisschen absetzen konnten. Gut, es ist gelaufen, wie es ist. Endeffekt denke ich mal. Ja, also was mir ein bisschen als Außenstehende, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, sind diese kleinkramigen Fragen, die da teilweise kamen, die auch sehr, auch persönlich auch ziemlich gezielt waren, also gezielt, also auch bestimmte Personen auch gezielt wurden, dass sie halt schon sehr auch persönliche Fragen teilweise waren. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum es so persönlich war und kam mir auch teilweise vor, halt, dass auch in den Gesprächen heute, was ich geführt habe, dass teilweise da immer noch einfach unaufgeklärte Sachen einfach irgendwo im Raum stehen, so wie ein großer Elefant im Raum, aber keiner irgendwie, es wird irgendwie nicht doch, dann doch irgendwie nicht direkt angesprochen, dieser Elefant, sondern alle reden über Teamgeist, über, ja, wir sind da ein da, bla bla bla, aber wirklich diese Problemfelder oder diese Problemzonen werden nicht angesprochen und ja, das hatte ich auch gestern den Eindruck, irgendwie, dass unnötig dann so wie hier auch irgendwie negative Energie dann die ganze Sache gebracht hat. Und ja, anscheinend dadurch, dass das Team weiter so gewählt wurde, 4 zu 1, dann denke ich mal, wird sich da jetzt erstmal auch groß an diese Kritik geben, was erstmal nichts ändern. Ich fand es blöd, dass ich bei den Nachfragen, die man da stellen konnte, nach den Vorstellungen, dass man nur 5 Minuten Zeit hatte offenbar, weil ich wollte Nachfragen stellen, aber ich wurde kurz bevor ich das abschicken wollte, während ich sorgfältig Fragen formuliert habe, da rausgeschmissen aus dem Portal. Also aus dem Fragendings, welches geschlossen haben. Ja, Und ja, das fand ich wenn auch man, blöd. die machen da 2 Stunden lang die Veranstaltung, oder fast 2 Stunden, dann ist es erstmal Pause, dann muss man oder muss vielleicht auch mal aufs Klo gehen. Und dann will man da vernünftig eine Frage formulieren und nicht halt irgendwie da so, am Ende werden dann die damit bevorteiligt, die da irgendwelche Einzeiler hinrotzen wahrscheinlich.
Und dann, dann kann man ich den kann mich stellen. auch nicht erinnern, dass sie das gesagt haben, dass es das für 5 Minuten ist. Also entweder habe ich glaube, sie haben es gesagt, aber ich kam auch ein bisschen durcheinander mit was jetzt 5 und was 15 Minuten ist und so. Ich habe es so genau auch nicht gewusst, aber ich glaube, wahrscheinlich wurde es gesagt, aber den Überblick habe ich im Moment auch nicht behalten. Also ja, keine Ahnung, das war ein bisschen blöd. Das waren halt oft auch viele Wortmeldungen und Fragen, die zwar lang waren, aber halt nicht viel Inhalt hatten. So, das war dann teilweise, wurden dann Fragen gestellt, und ich hatte einfach schon wieder vergessen, weil da so viel Formulierung drin war in der Frage, dass man, ja, also Respekt an die Kandidaten, die sich da die antworten konnten immer, das dachte ich irgendwie, hätte ich nicht gekonnt, weil manche Fragen irgendwie 5 Sätze waren, aber dann waren nur 2 Fragen oder 1,5 Fragen drin. Natürlich ein bisschen schwierig, das so hinzuschreiben und in dem Vergleich zum echten, ne? Weil man, wenn man sich im Gesicht sieht, kann man ein bisschen besser reden. Aber es hätte wahrscheinlich mit alle vor Ort gewesen, wäre noch länger gedauert, als gestern gedauert hätte. Weil dann doch mal immer wieder noch Fragen aufgekommen wären, die man jetzt gestern nicht verstellen konnte. Es waren ja auch ein paar vor Ort, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. Die Vorstände, also die Abteilungsleiter und weiß ich nicht, 10 Leute oder so, die halt kein Handy und kein Computer haben. Dürfen auch da sein. Apropos digitale Versammlung, also das verstehe ich bis heute nicht, wie man eine digitale Versammlung hat, aber dann mit Telefon angerufen wird und dann mit so einer ganzen, gerade auch der Kandidat Köschi, der dann so eine ganz, ganz schlechte Leitung irgendwie sich vorstellen musste, das war Sven Rosenbaum, Eintracht Braunschweig. Ja, habe ich auch dass man das nicht technisch anders lösen kann. Ich meine, wir sind ja jetzt auch hier Podcast-Aufnahmen mit Bild und Ton. Ich meine, so schwierig kann sowas nicht sein. Und zur Not hat man immer dann noch das Telefon, aber das Telefon quasi, man hat ja gar nicht die Option gehabt, sozusagen, sich digital einzuschalten in dieser Versammlung. Man hatte nur die Option, telefonisches einzuschalten. Ja, das ist ein bisschen komisch. Also, es war auch, was ich auch blöd fand, dass halt einige Kandidaten mit dem Rücken zur Kamera saßen. Ich finde, bei so wenig Leuten, die wichtig sind, die da saßen, hätte man das auch anders lösen können. Ja, ist irgendwie ein bisschen blöd. Weil Herr Ditzinger dann zum Teil mit dem Rücken dann saß, weil sich umdrehen musste. Und weil das andere Team halt zum Teil aus bereits bestehenden Präsidenten, aktuellen Präsidenten besteht, saßen die halt vorne dann schon und wurden angestrahlt auch vom Licht. Können die Kandidaten jetzt nichts für, ne? Aber hätte man einfach ein bisschen schlauer lösen können. Ja, ein bisschen. Mhm. Und dann hätten die auch nicht immer 15 Meter da rumgehen müssen. Das hätte auch ein bisschen Zeit gespart. Hätte man die einfach alle irgendwie. Die müssen ja auch nicht genau auf die Kamera gucken. Die hätten ja einfach seitlich sitzen können, ne? Wie in so einer, in diesem U oder sowas. Einfach ein bisschen fairer beiden Teams gegenüber, wenn man sich unkompliziert an die Kamera wenden kann. Dafür, wie wir auch schon gesagt haben, wirklich natürlich katastrophal die Quarantäne jetzt zu dem Zeitpunkt. Hat sowieso natürlich gegen Benny Kessel aufgrund der unterschiedlichen Bekanntheit einen riesen Nachteil. Und wenn man sich nicht mit Gesicht vorstellen kann, dann ist die Rede auch weniger eindrucksvoll, egal was für ein Inhalt das ist. Die merkt man sich ja einfach schlechter, das ist halt nun mal leider so. Wäre vielleicht besser gewesen, wie Justi schon gesagt hat, hätte das über den Videochat machen können. Ich weiß nicht, ob man das kann, schätze aber mal schon. Ist halt. Aber ich vermute, es hätte auch nicht viel geändert. Es wäre vielleicht ein bisschen knapper geworden, aber Benny Kessel hätte auch einen Bauchtanz aufführen können, hätte wahrscheinlich gewonnen, weil er einfach halt die Bekanntheitsvorteil hat. Ehemalige Eintracht-Spieler werden natürlich eher gewählt. Er hat besseres Wissen als viele ehemalige Eintracht-Spieler, die schon bei viele ehemalige Fußballer, die im Sport aktiv sind. Wir jetzt als Was er jetzt genau für die GmbH macht, weiß man natürlich auch nicht. Es wurde zwar dem Team Ditzinger immer nachgesagt, dass sich nur auf Fußball konzentrieren, was ja nicht stimmt, aber vielleicht ein bisschen doller hervorgehoben wurde bei den offiziellen Auftritten. Was natürlich schwierig ist, wenn die meisten, die abstimmen, nicht zum Fußball gehören. Aber ja, das ich schätze mal, dass es bei zumindest bei Köchi vor allem daran gelegen hat, dass Kessel halt eine Vereinslegende ist und ja halt nur in der Fanszene, in einem Fanbereich bekannt.
Vielleicht hat deswegen ja auch Bettina Heinecke gewonnen, weil sie ja auch eine Vereinslegende in anderen Sport ist, ne? Da Eintracht Hockey Damen. Ja, ich denke, das hat auch eine Rolle gespielt, ja. Bei mir war es witzigerweise, kann ich ja verraten, ich habe keiner meiner Kandidaten wurde gewählt. Das einzige Mal wohl, wo ich tatsächlich einen von den Team Roter Löwe gewählt habe, war Baron und der wurde nicht wieder gewählt. Ich hatte echt gestern dachte ich auch, das war so war auch so ein Todeskuss von mir. Also das war keine gute Nachricht für den Kandidaten gestern, die ich persönlich unterstützt habe. Man muss aber auch sagen, man darf sich jetzt, wenn man nicht damit zufrieden ist, wer gewählt wurde, nicht so lange runterziehen lassen, weil es für die Fußballer halt vermutlich nicht so eine große Auswirkung hat. Außer weil nur der Präsident oder die Präsidentin in dem Fall in den Aufsichtsrat kommt, die halt entscheidend sind für das Geschäftsgebaren der Kapitalgesellschaft. Nur die können den Geschäftsführer Sport entlassen. Genau. Ja, also ich hab mir das heute auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also am liebsten hätte ich gestern Peter Vollmer abgewählt. Das stand leider nicht zur Wahl. Man hat dann natürlich als Mitglied nur begrenzte Möglichkeiten, schon bei Aufsichtsrat. Hätte es meiner Meinung nach eine wirkliche Wahl geben sollen. Die Möglichkeit hatten wir nicht. Uns wurde präsentiert, was uns präsentiert wurde. Nun hat man mal eine Wahl und natürlich man ist natürlich realistisch, man weiß, dass es unterschiedliche Interessen gibt und dass ein Vizepräsident, welche Abteilung auch immer oder verantwortlich auch immer, natürlich nur begrenzte Möglichkeiten hat, nur einzuwirken. Aber man klammert sich halt an solchen Strohhalmen, weil man das große Geschehnis nicht beeinflussen kann und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich geht es dann halt so, dass man ist schon am Absaufen und der letzte Strohhalm wird halt weggezogen und das zieht einen schon runter und es wurde nun, das weiter so Team weiter so gewählt jetzt sehen wir mal, was passiert. Unmittelbare Einfluss auf das Sportliche hat es sowieso nicht gehabt, aber ich denke immer noch, dass das fußballerische GmbH nur von einer auch starken e.V. Seite profitieren kann und profitieren sollte auch, dass wir halt auch gemeinsam sozusagen auch da immer noch fester zusammenarbeiten sollten. Das ist jedenfalls meine Einschätzung, aber das ist natürlich Eintracht ein großer Verein oder großer Verein ist. Der größte im Braunschweig jetzt. Das sowieso, ja. Ja, aber das merkt man halt, dass man halt als Fußballfan von Eintracht Braunschweig halt in diesem Fall halt dann so eine Wahl halt dann auch nicht. Man ist doch nicht die Mehrheit, wie es bei den meisten anderen Fußballvereinen ist. Genau. Man müsste halt sozusagen die Fanabteilung halt nochmal verdoppeln. Ja. Verdoppeln oder also verdreifachen, wenn wir wirklich Einfluss haben. Bitte nur einer. Dass es in 1, 2, 3, 4 Jahren soweit sein wird, dass wir von den Fußballfans mehr sind. Weil das dauert dann einfach in der Zeit, bis diese Fußballleute mehr rankommen. Das ist jetzt halt schon geschehen. Die Fanabteilung ist die größte Abteilung im Verein. Und es sind auch vermutlich viele Fußballfans schon eingetreten in den letzten Jahren. Zum Beispiel haben sie, glaube ich, gesagt, 200 Leute über die Dauerkarten sind dazugekommen. Da gab es ja dieses Angebot, dass man eine Probemitgliedschaft abschließen kann. Was ich gut finde, was mich als Phase gestört hat, dass es so gekommen ist, aber ich finde es gut, dass nicht so ein stark gemischtes Team entstanden ist, weil ich glaube, das hätte die Arbeit sehr erschwert in beide Richtungen. Wenn jetzt Vizepräsident und Präsidentin sich erst ein halbes Jahr lang irgendwie nochmal bekriegen hätten müssen, was sie jetzt genau machen wollen. Ich weiß,
ich habe mich zwar geärgert, ich hätte lieber Thies Vogel gehabt als Uwe Fritsch, weil Uwe Fritsch schon im Aufsichtsrat ist, genau wie Rainer Tschech, ne? Möchte nicht so eine große Doppelung haben zwischen Aufsichtsrat und Präsidium. Weil hat der Herr Tschech auch gesagt, dass das nicht so gut ist, wenn das Präsidium so viel Einfluss auf die Kapitalgesellschaft hat, aber wenn er selber in beiden Gremien ist, ist es anscheinend egal. Ja, aber ich glaube, dass es für die Daten der Arbeit gut ist, wenn man sich, wenn der Plan, den man hat, auch wenn er vielleicht nicht der bessere ist für die Fußball, für den Fußballbereich, wenn der Plan sein einigermaßen steht schon mal. Ja, also ich habe größtenteils Team Beziehung gewählt, auch wenn es mir ein bisschen schwer fiel, gegen eine Vereinslegende Benny Kessel zu wählen. Ja, kann man jetzt halt nichts machen, das ist ja halt Demokratie, ne? Man kann halt nicht immer die Kandidaten bekommen, die man will. Was mir ein bisschen den Abend verdorben hat, also das Wahlergebnis zwar auch ein bisschen, aber ja, ich sehe nicht den großen Einfluss auf die Kapitalgesellschaft momentan. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass plötzlich zur Präsidiumswahl auf einmal 300 stimmberechtigte Mitglieder mehr drin waren. Und dass das so untergeht. Als das seitens der Fanabteilung oder der aktiven Fanszene mal gemacht wurde, hat die Braunschweiger Zeitung eine richtige Schmierenkampagne gestartet mit Telegram-Absprachen und unfairen Wahlmethoden oder sowas. Ja, ist nicht sauber, ist egal, wer es macht, das finde ich auch nicht toll. Man sollte den ganzen Abend da sein und sich wenigstens alles anhören, damit man weiß, worüber man abstimmt und sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Aber wenn das dann vereinfacht ist, ist es halt genauso schlimm. Und ich finde, das sollte man als unabhängiger Journalist auch machen. Wenn man das nicht macht, ist es kein Artikel, sondern ein Kommentar, wo man ja seine Meinung ausdrückt, beim einen, beim anderen halt seine Meinung nicht ausdrückt. Gibt's da eine Vermutung, wer diese 300 gewesen sind, die dann plötzlich dann dazukommen? Also aus Erfahrung von vergangenen JHVs war es oft so, dass bei Jahreshauptversammlungen, wo es ums Präsidium und Aufsichtsrat ging, sehr viel mehr aktive Sportler und Mitglieder aus Nicht-Fußballabteilungen da waren. Und die halt Vergangenheit nachgewiesen wurde, dass die dazu aufgerufen wurden, pro Vereinsempfehlung abzustimmen. Ist zwar trotzdem Demokratie, ist halt nicht ganz sauber, ist halt erlaubt, ne? Weiß man halt nicht, wie es diesmal war. Wenn man jetzt, ich glaube 2018 war das, oder 2018 war es, glaube ich, als Lukas Kruse zum Beispiel falsch abgestimmt hatte, und da hatten auch schon, also sind schon aktive Leute gegangen vor der Wahl, und die Stimmen sind nicht weniger geworden, also alles ein bisschen komisch gewesen. Ja. Deswegen ist so eine digitale Abstimmung halt ein bisschen schwierig, ne, weil sich einfach irgendwelche Leute einwählen können, nur zur Wahl. Und sich gar nichts alles anhören müssen. Ist für jetzt Leute wie Jussi und Martin natürlich besser, wenn es digital ist. Vielleicht macht man es zukünftig so, dass man dann halt irgendwie nicht abstimmen kann oder sowas. Das ist ja auch ein bisschen unfair. Oder halt das, was ich schon mal vorgeschlagen habe, wo ich auch schon mal Mails geschrieben habe, dass man ab einer gewissen Entfernung, wenn man ja, irgendwie 100 Kilometer oder so oder mehr vom Braunschweig weg wohnt, dass man dann digital teilnehmen darf. Wenn dann soll man sonst eine Briefwahl machen für die Sachen, die man weiß. Wenn man das endlich anders so, möchte, ja. So ist halt, letztes Mal. Ja, Briefwahl war ja auch eine Lösung. Ich meine, das war ja keine schlechte Lösung. Hat man halt man die Kandidaten ja vorher die Stimmen halt mitgezählt. Kann man zur Spontanabstimmung zwar nicht mehr abstimmen, aber wenigstens ein bisschen. Aber so ist halt irgendwie. Also, wir kennen ja auch noch bei der letzten AOMV dieses eine Stunde für Eintracht schreiben, was natürlich alles andere als nett ist, ne, dass man sagt, hier meldet euch nur an weil da und da wird abgewählt, dass man vorher festlegen wollte, genau wann man wählt, und dann auch die Aussprache dann nach der Wahl verschieben wollte, was natürlich absolut überhaupt nicht Sinn der Sache ist. Ich würde mir wünschen, dass diese Kommunikation, wie es ja groß angekündigt wurde, verbessert werden soll, weil das ist ein Knackthema, und wenn das nicht erfüllt wird, die Kommunikation, dann haben wir ganz, ganz, ganz schnell wieder schlechte Stimmung im Verein, weil was man natürlich auch sagen muss, die wurden sehr, sehr, sehr knapp gewählt, ne? Also 60 Stimmen hören sich zwar viel an, aber bei fast 9 abgegebenen Stimmen sind 60 Stimmen nicht so viel. Und eine Stimme ist eigentlich gar nichts. Also hätte ja fast unentschieden gegeben, hätte wahrscheinlich nochmal gewählt werden müssen. Und das heißt andererseits auch, dass das Vertrauen in die neue Präsidium halt
nicht so groß ist, wie wenn das ziemlich einstimmig gewählt wurde. Das ist halt einfach so, ist vielleicht nicht ganz fair, aber wenn man halt jemanden wählt und der nicht Präsident wird und jemand anders Präsidentin wird, dann ist man halt erstmal unzufrieden, dass das nicht geklappt hat, und dann beobachtet man die Schritte halt anders, ne? Ist vielleicht nicht ganz fair, muss man sich auch vielleicht mal selber sagen, so dass man ein bisschen Vertrauen gibt, aber ist halt immer so, das Vertrauen müsste sich halt auch erarbeiten. Also ich finde, also da will ich mal nochmal zwischenhaken. Also ich find's gut, dass es eine Wahl gab, und ich denke auch, dass dadurch, dass die Wahlen halt auch sehr knapp waren, ich denke mal, dass das sozusagen auch in gewisser Weise ein Schattenteam auch sein wird. Ich denke mal auch, dass die Leute das ganz genau beobachten werden, was geschieht da jetzt, und oder das hoffe ich zumindest, dass es so auch ist, und dass die Leute dann auch dann sozusagen, also das Team Dietzinger, dass sie auch nicht sagen, okay, jetzt haben wir keinen Bock mehr, sondern dass sie weiterhin sich engagieren und auch das verfolgen, und dass man dann in 2 Jahren oder wie Bratmann sagte, nicht mal in 2 Jahren dann auf der eigentlichen mittlerweile Versammlung dann ja so ein bisschen auch ein Fazit ziehen sollte. Wie hat sich das Team 4 minus oder 5 minus 1 in diesem Fall geschlagen ob es da immer noch ob sie das eingehalten haben, was sie gesagt haben, und überhaupt diese Themen, die das andere Team halt hervorgenommen hat, ob die auch irgendwie angesprochen waren, weil das sind ja auch Themen, die können ja auch gerne aufgreifen für sich oder so. Das sind ja, sind ja alle frei zu haben. Also könnten sie auch, also wenn ich jetzt Kumpels wäre, würde ich mir genau angucken, was haben, ja, wenn du was haben die, was gewonnen hast, ne? Also ja, weil ich meine, es sind 400 Stimmen immerhin, ne? 53 zu 46% oder sowas, die Stimmenverteilung bei der Präsidentschaftswahl. Ne, ich habe es im Kopf gerechnet, kann sein, dass es nicht ganz stimmt. Dann müsste man halt schauen, okay, ich habe nur knapp mehr als Hälfte der Stimmen, der andere hat knapp weniger als Hälfte der Stimmen. Der muss ja auch Ideen haben, die auf Zuspruch treffen. Genau. Vielleicht sollte ich mir mal gucken, ob ich die übernehmen kann. Ne, klar, nicht alle Ideen, die jemand im Wahlkampf sagt, sind durchführbar oder will man auch wirklich durchführen, das kann ich auch irgendwo akzeptieren. Man sollte aber, nachdem man halt einen Wahlkampf gemacht hat, auch schnell anfangen, was zu machen. Wenn es jetzt seit längerer Zeit ruhig ist, das ist nicht gut. Es ist vor allem halt so, dass halt bestimmte Gruppen, also wir zum Beispiel, die Fußballfans, etwas aufmerksamer bei sowas sind als andere Abteilungen, weil da halt weniger Probleme auftauchen, oder die Probleme halt schon länger da sind und nicht behoben wurden. Und da halt nicht alle Bereiche so lange betrachtet werden. Ne? Also die sehen jetzt halt nicht, was in der Kapitalgesellschaft falsch läuft oder sowas. Das interessiert sich vielleicht auch gar nicht. Muss sich auch nicht interessieren unbedingt. Und die sind vielleicht nur bei der JHV, bei der AOMV und haben vorher überhaupt nichts dazu gehört. Ne? Haben sich vorbereitet und haben von Abteilungsleiter halt eine Mail bekommen, was so Sache ist. Waren vielleicht bei der Vorstellungsrunde dabei. Dann ist das eine andere Urteilsbildung, als wenn wir uns hier seit 2 Monaten mit beschäftigen. Das ist halt bei so einem breiten Sportverein, den die Fans nicht die absolute Mehrheit haben, ist halt so, dass die Abteilungen entscheiden. Deswegen finde ich es ja auch so kurios, dass halt der Vizepräsident Abteilungen nicht gewonnen hat. Hat anscheinend nicht so tolle Arbeit gemacht und ja. Aber er hat ja aber schon, man muss ja fairerweise sagen, er hat ja schon auf der letzten Jahreshauptversammlung Probleme, da wurde er als wie nennt sich der, er wurde nicht entlastet oder wie nennt man das? Ja, das hat aber auch andere Gründe, ne? Aber ja, aber ich kann mich erinnern, dass er damals schon Probleme hatte. Ja, aber ich glaube, das hat diesmal auch mit andere Ursachen auch. Ja, okay, ja. Ja, aber genau. Es ist halt auch schon ein Fingerzeig, wenn der, also es hat auch vermutlich was mit der Vorstellung der Abteilung zu tun, ne, dass vielleicht mit Tino Heinicke da irgendwie
zumindest einen besseren Eindruck gemacht hat. Ich meine, bei anderen Vizepräsidenten, es war ja bei 3 von 5 recht knapp, bei 2 von 5 war es überhaupt nicht knapp. Also bei Kessel und Tschech war es halt nicht besonders knapp. Vergleichsweise, ne? Also es ist ja da schon eine recht, also nicht so klar wie halt bei Ja und Nein stimmen, deswegen kann man da jetzt auf, man hat jetzt keine Anhaltspunkte bei Eintracht, wie das ist, bei Kandidaten gegeneinander antreten. Aber es war halt schon, ja, da etwas klarer. Ja. Mal gespannt. Meine andere Frage wäre, weil wir über die Fanabteilung gesprochen haben. Wer gehört eigentlich zum Fanabteilungsvorstand? Mario Goldmann. Mario Goldmann ist der erste Vorsitzende, dann gibt es ja noch ein paar andere, die da mit drin sitzen quasi. Ja, weil ich lese gerade, weil die Unterschrift ist immer bei den Mails immer Vorstand, aber wer gehört dazu? Also hauptsächlich, also wie gesagt, der erste Vorsitzende quasi der Fanabteilung ist Mario Goldmann. Ja, dann halt noch ein paar andere Leute, also Benjamin Riefenberg ja nicht mehr, glaube ich. Ja. Kann man nochmal, ja, also habe ich jetzt auch nicht alle im Kopf. Ich glaube, Jack Fry ist als stellvertretender. Stimmt, der hat glaube ich nicht mehr. Ich glaube, ist Jack Fry nicht noch drin? Schriftführer. Ja. Wo siehst du das, Kevin? Ich bin auf die Gesamtvereinsseite gegangen, dann auf Fanabteilung, dann auf Ansprechpartner. Achso. Ah ja. Okay, ja. Den Link sonst mal schicken. Achso. Da ist doch das eine Bild drauf von der ersten Wahl. Also unser Caro Benny Riefenberg ist nicht mehr, hat keine Führungsposition mehr in der Fanabteilung. Da ist auch noch Kai-Uwe Rohn und Christoph Bratmann drauf. Und Dennis Kupke, die jetzt alle nicht mehr Teil des Präsidiums sind. Ja, aber auch erst seit gestern. Weil Benjamin Riefenberg ist ja schneller. Ja, trotzdem irgendwie lustig. Stimmt. Ja, bei Kupke und Bratmann war es schon länger klar, ist auch schon. Ja, aber trotzdem waren die noch, ne? Jedenfalls, also ich finde es jedenfalls gut, wenn es in Zukunft weiterhin Kampfabstimmung gibt, wenn es genug Bewerber gibt, also wenn es mehr als einen. Also, dass man da sind Wahl wir hat, uns, glaube ich, einig, dass Wahlen gut sind, also egal. Manchmal verliert man halt, aber mein Fall halt sehr oft, aber aber trotzdem gibt es Wahlen. Und, ja, das genau. Ja, aber es ist, also ich finde es halt total viel, viel besser, als jetzt einfach, dass jemand jetzt mit weißem Rauch irgendwie feststellt, dass es so eure Präsidentin für die nächsten Jahre, das ist einfach blöd. Man hat nicht mehr einen Kandidaten, der so ein Notkandidat ist, der dann halt irgendwie gewählt wird, weil man denkt, oh ja, ich will jetzt nicht Nein sagen, halte mich jetzt oder sagen ja. Ne, man hat halt, es sind halt, in den meisten Fällen werden es zwei Kandidaten sein, die schon irgendwie eine Berechtigung haben, dass sie da irgendwas im Präsidium machen. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Vor allem müssen die Teams oder Bewerber und Bewerberinnen dann ja auch quasi ein Angebot machen, ne? Also man kann ja, also wie es jetzt war, quasi ein Wahlkampf, die müssen sich um das Amt richtig bewerben und müssen dann Versprechungen machen. Das bringt den Verein ja auch weiter quasi, wenn sie sich dann Gedanken machen müssen und wirklich also so quasi ein Anreiz da ist, Ideen zu entwickeln, um den Verein weiterzuentwickeln, quasi so ein Wettbewerb der Ideen dann da ist und ist halt einfach auch demokratischer und ich würde sagen, rundum besser, man hat mehr Alternativen. Und es kann auch nicht mehr sowas passieren wie bei der letzten MV, dass dann, wenn auf einmal dann der Präsident nicht gewählt wird, dass man dann halt jetzt so eine Situation hat, wie man es die letzten Monate hatte, dass man eine neue AOMV quasi dann ins Leben rufen muss und so, ne? Also hat eigentlich fast nur Vorteile, würde ich meinen. Wenn man halt auf einmal von 900 Stimmen 800 Enthaltungen hat, dann wird man überlegen, ob man das Amt annimmt. Aber das kommt hoffentlich nicht vor, dass wir jetzt zwei beschissene Kandidaten für irgendeine Rolle haben. Und man kann, habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Habe ich vergessen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, vielleicht mag wieder, ich war bald müde. Ich habe ein bisschen Schlafmangel von dieser Woche. Vielleicht könnte man kurz, also wenn man das mal
zusammenfassen und dann vielleicht zum nächsten Spiel oder über Spiele noch kurz sprechen, dann könnt ihr also was, ich weiß noch, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass das Achso. Team jetzt, weil es ja oft als Team weiter so dargestellt wird, dass es nicht einfach ein Team weiter so ist, auch wenn 4 von 5 gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habt, sondern dass die sich auch Gedanken machen, wie man den Verein, auch die Profiabteilung insbesondere, auf die sie eben auch Einfluss haben, verbessern kann und eben nicht einfach so mit, oh, Eintracht spielt gerade guten Fußball und ist oben in der Tabelle mit dabei, es kann alles so weiterlaufen wie bisher, weil das wären die falschen Schlüsse. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie das tun, aber wie gesagt, vielleicht hat der ganze Wahlkampf und so ja dafür gesorgt, dass sie eher dazu bereit sind, darüber mal nachzudenken, und da lasse ich mich gerne positiv überraschen. Ja, da schließe ich mich an. Haben eine faire Chance verdient, weil sie schließlich die Wahl gewonnen haben. Ja, richtig, und man muss auch sagen, es sind, glaube ich, alles, soweit ich das beurteilen kann, Leute, die wirklich blau-gelb durch und durch sind. Ja. Nicole Kumpels, Dauerkarteninhaberin in der Südkurve als Präsidentin. In der Südkurve! Ja, Uwe Fritsch auch, denke ich, absolut über alle Zweifel haben. Bettina Heinecke, früher Hockey gespielt für Eintracht. Rainer Zeche auch schon lange, also auch wenn man andere... Benny Kessel haben wir alle auf dem Platz gesehen, dass der für Eintracht alles zu geben imstande ist und das gerne tut. Rainer Zeche auch schon langjährig für Eintracht im Dienst, auch wenn nicht immer unumstritten, aber trotzdem, das ist ja auch was Gutes, dass wir bei allen Leuten uns sicher sein können, dass sie wirklich Eintracht Braunschweig kennen und verstehen. Hatten wir ja nach jüngeren Vergangenheit auch schon Vorschläge für zum Beispiel das Präsidentenamt, wo das nicht ganz so klar war und dann, War's ziemlich klar eigentlich, dass es nicht so war bei manchen Vorschlägen, aber... Bei einem gewissen Vorschlag, an den ich jetzt denke, ja. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich das Wichtigste gesagt. Ja. Also man muss sagen, es ist jetzt vielleicht nicht die Wahl, die wir alle haben wollten, aber es sind trotzdem Menschen, die halt blau und gelb leben und im guten handeln werden, im guten Sinne handeln werden. Ich hoffe, sie sind ein bisschen offener als das vergangene Präsidium, dass sie halt auch auf Vorschläge von außen zugehen und nicht sagen, ja, was von außen reingetragen wird, das kommt ja gar nicht rein, dann machen wir die Türen schnell zu, sondern dass die Türen offen sind und Frau Kumpels sich wirklich, wie sie gesagt hat, mit jedem an einem Tisch sitzen möchte, der mit ihr reden möchte. Ja, und hoffentlich erreicht man die auch per E-Mail oder so, weil das war so ein bisschen alles nicht erreichbar, aber ja, wo? Wie? Kommunikation. Ne? Ja. Ich glaube, ich muss als Abschluss zu dem Thema noch meinen Lieblingssatz sagen. Frag die Fans. Ja, bitte. Das Fanpotenzial. Bitte. Das ist unfassbar. Das geht nicht. Geht so nicht weit. Es kann nicht sein, dass das nicht abgerufen wird, dieses Potenzial. Ich glaube, Martin ist rausgeflogen. Nee, jetzt bin ich wieder gerade. Ich war kurz rausgeflogen. Du bist. Also bei mir ist ein Standbild, aber. Bei mir ist Martin. Okay, bei irgendwas ist heute mit der Verbindung, glaube ich, nicht gut, aber egal. Ich habe auch nur gesagt, durch das Fanpotenzial versuchen wir mehr zu nutzen, ne, für auch Themen abseits des Spieltags. Ja. Ja, dann können wir jetzt eigentlich mal zum Spiel in Mannheim kommen, ne? Ja. Ja, 3-0 in Mannheim, wer hätte es vorher gedacht? Das Spiel fing ja vor allem so an, dass man nach 5 Minuten schon Angst haben musste, dass es wieder in die komplett andere Richtung geht. Ihr wart beide da, ne? Es war ein relativ schöner Tag. Ja. In der schönen Quadratstadt. War ein schöner Tag. Ist ein schönes Stadion, muss man auch sagen. Ja. Stimmung war zumindest von Heimseite sehr gut. Ich wurde verarscht da. Die haben mir gesagt, es gibt keine Feuerwurst, es gab doch Feuerwurst. Um Gottes Willen. Ja. Die war auch lecker. Wie beim letzten Mal. Ich war da und Feuerwurst haben wir heute nicht. Da habe ich in meinen Blog reingeschrieben, ja, Feuerwurst gab's leider nicht, und dann kriege ich Nachrichten, ja, Feuerwurst gab's doch. Ja, aber ja, vielleicht schlechten Start kam ja auch noch ein ziemlich übles, zwar unabsichtliches, aber trotzdem übles Foul von Marc Schnatterer an Robin Krause, wo er mit den Stollen durchs Gesicht schabte einmal. Das ist etwas passiert, was ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, dass jemand, der stark im Gesicht blutet, in die Kabine rennt, um sich da drin zu behandeln zu lassen, statt auf dem Boden liegen bleiben, sich auf dem Platz behandeln zu lassen. Er hat Robin Krause gemacht, weil er nicht wollte, dass seine Familie blutend sieht. Eine ziemlich, nette Aktion, aber trotzdem etwas kurios. Leider gab es keine rote Karte, wie sie bei Tritten ins Gesicht auf normaler Kopfhöhe eigentlich üblich ist. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass der in der Kabine gerannt ist und das blutende Gesicht nicht einfach auf den Schiedsrichter genommen hat. Hat aber zum Glück am Ende ja keine große Rolle gespielt. Ich sag nur Salim Khelifi. Ja. Ne? Ja. Zum Beispiel.
Er hat aber auch geblutet, ne? Also schon nach 2 Metern war das Gesicht komplett rot. Und das ist natürlich jetzt die Frage. Also wir haben das letzte Woche schon gehabt. Es ist eine Kopfverletzung. Er hat danach auch gesagt, sein Schädel brummt noch. Also hat er auch nicht nur einen Kratzer gekriegt, sondern auch den Fuß richtig abbekommen. Und das ist natürlich jetzt wieder die Frage. Er wurde dann nachher auch bei uns in der Wahl zum Spieler des Tages gewählt und auch im Stadion jetzt gegen Saarbrücken gefeiert und im Netz gefeiert. Der Kämpfer reißt sich hier, kämpft wie ein Löwe und so weiter und so fort. Müssten wir nicht wirklich schon weiter sein, was das Thema Kopfverletzung angeht? Also da haben wir schon so oft drüber geredet und dann fällt man aber trotzdem immer wieder in diese diesen falschen Stolz auch zurück. Ja, aber bei Eintracht den Themen jetzt auch bei wo Henning als Gast war, da war das auch so, wie toll er ist und hatte Max Jakob Ost, der Podcaster von Rasenfunk, der hat auf Twitter habe ich gestern gesehen einen schönen Thread oder so eine Tweetkette dazu, wie viel Kopfverletzungen allein jetzt in der Bundesliga passiert sind und wie die behandelt wurden und also ich denke mal wir 3, 4 sind uns einig, dass ich sag 3, weil ich sehe nur 3, weil Tobi ist da nicht mit probiert Bilder, das Netz stabil zu halten. Genau, dass wir ein Concussion-Protokoll auch in einer Liga brauchen, in der Fußball. Das verhindert halt auch, dass man bei Kopfverletzung immer diskutiert, ob man hätte weiterspielen können oder nicht. Genau. Man weiß es halt ja nicht. Kann ja sein, dass man es prüft, in dem Fall war es wahrscheinlich nicht so, aber wenn man das halt prüft und dann ist halt nichts und dann wird trotzdem halt darüber Ende diskutiert, und das war vielleicht halt gar nichts, das war sinnfrei, das weiß man hier halt nicht, ne? Vielleicht hat der Kopfbrummen auch gemeint, dass es das Gesicht halt wehtut, weil es halt, wenn du so einen Ratscher kriegst, brennt halt, ja. schon brennt, ne? Weil er hat halt, der Impact am Kopf war jetzt halt nicht so doll wie bei vielen anderen Kopfverletzungen. Muss man auch fairerweise sagen. Ja, ich fand's auch, also wenn das nur ein Cut ist, dann kann er meiner Meinung nach auch weiterspielen. Das ist für mich kein Problem. Nur wenn es dann sozusagen, also deswegen braucht man halt die Protokolle, ne? Weil man das kann man auch nicht als. Ich bin auch immer der Meinung, man sollte nicht den Sportler selber fragen. Also man müsste das unabhängig davon beurteilen. Es wird sich im Fußball auch nicht ändern, sobald es keine extra Ausrichtung dafür gibt. Ne? Das liegt ja daran, dass in anderen Sportarten halt meistens fliegende Weg, also du kannst auch ausrichten, wie du willst, entweder, oder es gibt halt extra was dafür. Im Fußball kannst du halt 5-mal wechseln, ne? Nicht ein und wieder aus, sondern 5-mal wechseln und auch nur 3-mal das Spiel unterbrechen. Und das ist ja schon eine Erweiterung zu vor ein paar Jahren. Und es wird im Fußball sich nichts ändern, bis das nicht eingeführt wurde. Kein Verein, so ganz, ganz selten nur sein, dass jemand Spieler auswechselt, weil er am Kopf verletzt ist, ne? Und er augenscheinlich noch kurzfristig spieltauglich ist. Man kann es ja am Kopf nicht so gut bewerten. Aber man schwächt sich dadurch halt. Man nimmt sich einen Wechsel durch und hat halt einen Nachteil, den man früher nicht hatte. Auch wenn das früher falsch war. Und der Fußball wird sich ohne extra Wechsel nicht ändern. Da bin ich mir zu 99% sicher. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man Fußball jetzt heute erfinden würde, dann würde es beim Fußball auch Helme geben. Den Robin Krause aufhat, helfen nicht gegen nicht besonders gegen Kopfverletzungen. Das kann sein, also ich bin da kein Experte zu sagen, welche Helme wird nun wie wirkt, aber ich denke mal schon, dass ich kann mir kaum vorstellen, dass in diesem Sportart so, die so auch auf Kopf bezogen ist, wie Fußball es auch ist. In Europa zumindest. Teilweise, dass man das irgendwie ohne Helm spielt. Also ich bin da immer noch dafür, dass man dann das sich überlegen sollte. Es sieht zwar, dann wird man keine Neymars und Co. mit tollen Frisuren mehr sehen. Ist mir persönlich scheißegal. Ich denke, ich kann auch Fußballer mit Helm mir angucken. Das ist mir persönlich kein Problem. Kann mir natürlich denken, dass da werden, ne? wie gesagt, ich weiß es nicht. Drin. Ich weiß es nicht, ob Sinn macht. Viel Geld drin steckt. Ja. Und,
neue Firmen. Aber wenn es die Gesundheit fördert, ich meine, es gibt ja Ligen, wo zum Beispiel in Amerika darf man ab gewissen Alter darf man als Kopfballer spielen oder trainieren, wegen Nackenmuskulatur, das haben wir auch, glaube ich, mal diskutiert. Also ich bin da auch immer noch sehr, sehr, also ich will, dass die Sportler auch gesund bleiben und dass sie nach wenn sie mit 35, 40 aufhören, dass sie dann auch noch ein Leben haben und nicht nach langfristigen Nachwirkungen haben, weil sie mal Fußball gespielt haben. Also ja, haben so schon genug Auswirkungen auf den Körper, ne, mit Knien eben. Und allen möglichen. Und der Kopf ist halt, dass man halt, wenn er ein bisschen kaputt ist, halt ein bisschen größeren Einfluss hat als ein Knie oder ein Sprunggelenk. Ist Martin überhaupt noch da? Frage. Okay, Martin ist draußen. Man da halt schon ein bisschen mehr drauf achten. Aber ohne extra Wechsel wird das schwer. Ne, das, glaube ich. Wenn jetzt auch endlich mal, also ich weiß ja gar nicht, ob die 5 Wechsel jetzt schon offiziell sozusagen feststehen, dass die dauerhaft drin bleiben. Diese komische IFAB oder was, diese Regelkommission wollte sich eigentlich jetzt treffen. Das wurde durch den ganzen Krieg und die verschobenen, ich glaube, es war im Rahmen dieser Playoff-Spiele für die WM, hier Polen, Russland und so weiter. Da war es eigentlich geplant, dass es nach hinten verschoben. Ich glaube, die ist im Mai, Juni irgendwann, sollen denn die 5 Wechsel komplett festgemacht werden. Ja, weil wenn das halt schon mal feststeht, dann kann man auch schon mal noch vielleicht hoffen, dass das kommt. Ich glaube es halt nicht, wenn man dadurch sich halt einen Nachteil hat. Ne? Nachteil macht man nicht gerne. Fußball ist oft kein fairer Sport. Apropos fairer Sport, wir sind fair. Wir haben einen sehr fairen Sportsmann in den Reihen. Nämlich kommen wir zurück zum Mannheim-Spiel. Tun uns schon die Köpfe weh vom lauter Kopfweh sprechen. Wir haben das 0-1 kassiert. Kurioserweise war es dann ein Abseits, weil der liebe Herr Kostli den Ball noch ins Tor gedrückt hat, kurz bevor der Ball sowieso ins Tor ging. Er stand laut Meinung des Assistenten Abseits. Konnte man jetzt nicht auflösen anhand der Fernsehbilder, ob es wirklich Abseits war. War auch immer ziemlich knapp und wir hatten vermutlich ein bisschen Glück. Was dann umso besser war für uns, dass wir wirklich im direkten Gegenzug aus dem Freistoß heraus, ich weiß glaube ich, waren glaube ich 3 oder 4 Stationen nur von Fesic aus, dann Robin Krause den Ball auf Henning gespielt, der den Ball wunderbar mit der Hacke zum Multhaub vorgelegt hat, der den Ball dann nach dem zweiten Kontakt in die kurze Ecke gedonnert hat. Und großer Jubel im Auswärtsblock. Da haben Martin und ich noch einmal abgeklatscht und uns gefreut. Und dann hat einfach danach eigentlich ziemlich gut weitergespielt. Das war so ein, also muss sagen, ab der Kopfverletzung von Kraus ist es besser geworden. Es hat sie wach geküsst so ein bisschen, weil Mannheim vorher schon echt stark war. Danach lief es auf jeden Fall ein bisschen besser und kurz vor der Pause haben wir dann einen Elfmeter bekommen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er irgendwie abprallt, dann haben alle Hand gerufen, ich habe auch Hand gerufen dann und mich beschwert und dann gab es Elfmeter und dann haben wir erstmal uns gefreut und als Fernsehzuschauer kriegt man ja nicht so viel mit, weil sieht ja nur, was auf dem Platz ist. Und dann haben wir direkt das diskutiert, wird diskutiert von, ich sage noch zu Martin oder Martin zu mir, weiß nicht mehr genau warum. Was diskutieren die denn noch? Den nimmt er ja eh nicht zurück. Tja, blöd geguckt haben wir dann, als er den wirklich zurückgenommen hat. Wir wussten auch nicht warum. Wir konnten halt nicht sehen, was wie gesagt wurde. Hat sich am Ende herausgestellt, dass der Schiedsrichter dann halt auch Ryan Henning gefragt hat, der die Flanke geschlagen hat, die vermeintlich an den Arm gegangen ist. Und er hat gesagt, er hat es auch nicht gesehen, dass der Ball in die Hand gegangen ist. Er hat gesehen, dass der Ball vermutlich nicht an die Hand gegangen ist. Und der Schiedsrichter hat dann den Elfmeter zurückgenommen und uns eine Ecke gegeben. Also muss man sagen, Brian Henning, nicht nur mit die Entdeckung der Saison, sondern auch ein sehr fairer Sportsmann, der halt auch seinen eigenen Vorteil nicht ausnutzt, wenn er unfair zustande gekommen ist. Aber hat er es nicht ein bisschen revidiert? Also ich meine, das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht hören können. Weil ich meine, dass er hat diese Story nicht bestätigt. Der Schiedsrichter hat das so gesagt, dass er ihn gefragt hat. Ja. Also ich meine, er hätte das nicht gehört. Ich meine, er hätte das revidiert. Ich kann mich jetzt nicht mehr, ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, was er genau wortwörtlich gesagt hat, aber er hätte trotzdem protestiert oder so. Und erst in der Halbzeit hätte es dann. Er hat es nicht,
Ich hatte nur gesagt, er hat es nicht gesehen. Und da hat der Schütze wieder gesagt, wenn es keiner gesehen hat. Ja gut, das kann sein, das ist natürlich das... Ich habe es aber nicht gesehen, also im Team habe ich nicht gehört. Ich habe auch die Elfmeterszene nicht nur in der Wiederholung gesehen. Da kann man es halt nicht erkennen. Ja. Weil es in der dritten Liga halt irgendwie nur 5 Kameras gibt oder sowas. Wenn überhaupt. Ich glaube, alle Beteiligten sind froh, vor allem der Schiedsrichter, dass es am Ende keine Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Also zumindest auf den Sieger. Ja. Weil wir mal einen wirklich guten Start in die zweite Halbzeit hatten. Mannheim hat anscheinend noch ein bisschen geschlafen. Da hat Leon Lauerbach wirklich grandios auch an der Torlinie nochmal durchgesetzt und irgendwie sich in den Ball geschmissen, sodass der Flanke in den Strafraum kam, wo wieder Multhaupt stand, der den Ball direkt aus der Luft mit der Seite, in der Innenseite in die lange Ecke geschoben hat. Was wirklich ein ziemlich geiles Tor war. Das, was man sich wirklich schön angucken konnte, ist natürlich aber auch wirklich grandios schlecht verteidigt war von Mannheim. Also, da hat wirklich gar keiner aufgepasst. Ja, die ja dachten halt, der Ball geht aus, ne? Also, dass er den da noch irgendwie in die Mitte kriegt. Auch so noch in die Mitte, ne? Das muss man echt sagen, Lauerbach macht manchmal so Sachen, da denkst du, der Ball ist schon weg, und dann hat er irgendwie doch noch. Also, jedes Mal denkt, oh, was macht er denn jetzt? Und dann hat er den Ball irgendwie doch noch, spielt den Ball mit der Hacke oder geht irgendwie an zwei Gegnern vorbei oder sowas. Ja. Dann, glaube ich, war es auch wieder nur kurz später, hat Niko Kiewski, nicht wie viele Medien behaupten, Maurice Multhaupt, Niko Kiewski hat die Ecke getreten auf den Kopf von Ex-Waldhof-Spieler Michael Schulz, der zum 13-0 eingeköpft hat. Ja, dann ist es ein bisschen so dem Ende entgegengeplätschert. Wir hatten noch ein, zwei ziemlich gute Kontersituationen, die wir einmal ziemlich schlecht ausgespielt haben und den zwei, dreimal ein bisschen besser. Und Mannheim hatte noch ein, zwei Chancen, die aber an Fehlen scheiterten oder am Schuss jedes Tor. Sagen wir es so, nach der 60. Minute hätte es eigentlich auch aufhören. Ja. Also haben sie auch das Spiel quasi eingestellt, ne? 3-0, wenn du gegen eine Top-Mannschaft 3-0 zurückliegst, sag ich, was willst du machen? Du kannst, also, wir haben die zweitbeste Abwehr der Liga, das weiß ich. Ich meine, Eintracht hat auch so ein bisschen das Spiel. Da fehlte so ein bisschen der Zug dann noch zum Tor und die Ernsthaftigkeit, vielleicht noch ein bisschen was fürs Torverhältnis zu tun. Nach der 60. war spürbar weniger Zug zum Tor drin. Die hatten zwar immer noch Chancen, die waren dann aber wieder so ein bisschen schlampig ausgespielt. Nicht mehr so zielgerichtet. Ich glaube, gegen eine andere Top-Mannschaft wie Mannheim ist es auch vielleicht auch ganz okay, wenn du nicht mehr so viel nach vorne spielst, weil es auch gut sein kann, dass du halt Gegentor dann bekommst und dein Torverhältnis dadurch nicht verbesserst, wie es jetzt zum Beispiel in Victoria Berlin war, weil da halt wenig kam. Aber Torverhältnis haben wir trotzdem so ausgeworfen mit 3-0, ne? Auf den direkten Verfolger, der jetzt dann weniger direkter Verfolger geworden ist danach. Unser Torverhältnis ist sowieso deutlich besser als die meisten Teams, nur leider auf dem zweitplatzierten nicht. Sollte es am Ende um Punkte gehen, um Torverhältnis gehen, werden wir vor allen aus der Lautern vermutlich stehen. Da wird es eng. Wenn wir mit punkttechnisch nicht wirklich zusammenpassen, also wenn wir im Torverhältnis schlechter sind als die anderen, dann passt es punkttechnisch sowieso auch nicht. Also da sollten wir uns nicht so viel Sorgen machen, was drauf hält. Aber wie ist denn das nun, das mal besser weiter zu spulen, weil Smart weg ist, dann will ich nicht mitten drin aufhören. Wie ist denn das jetzt mit Türkgücü? Also mit Türkgücü. Erklär mal das. Aufklären. Also, wenn Türkgücü bis zum 34. Spieltag spielt und dann danach irgendwann aufhört, egal welchen Spieltag dann, werden die Spiele danach für alle als 2-0 Niederlage gewertet. Wenn sie vorher aufhören, werden alle Spiele aus der Wertung rausgenommen. Das heißt dann, dass wir zum Beispiel 3 Punkte abgezogen bekommen, wenn wir nicht, weil wir erst nach dem 34. Spieler gegen Türkgücü spielen. Und zum Beispiel die Saarbrücken dann 6. Ne? Für uns wäre das nicht so schlimm, weil alle anderen auch Punkte abgezogen bekommen, außer 68, aber wären trotzdem hinter uns. Lassen. 60 würde 1 Punkt abgezogen, uns 3. Ein Punkt. Genau. Und Saarbrücken würde 6 Punkte verlieren. Genau. Für Saarbrücken wäre es schlecht, aber wenn Türkgücü zum Beispiel am 34. Spieltag aufhört zu spielen danach und alle Gegner dann Siege bekommen, wäre es für Saarbrücken auch schlecht, weil dann automatisch Lautern und Eintracht Punkte bekommen würden und dadurch halt wieder 3 Punkte vor Saarbrücken wären. Aber woher kommt diese 34 Spieltage-Regel jetzt plötzlich? Das ist einfach eine Regel. Ab dem 34. Spieltag ist es so. Wenn du bis zum 34. Spieltag spielst, dann werden deine Ergebnisse nicht annulliert, wenn du zurücktrittst. Das ist einfach mal festgelegt worden.
Für uns ändert sich gar nichts, egal was passiert, zumindest im Vergleich auf Saarbrücken. Entweder haben wir 3 Punkte mehr, weil wir gegen Saarbrücken, gegen die gewonnen haben, ne, zum Beispiel. Oder wir haben 3 Punkte mehr, weil uns 3 Punkte abgezogen werden oder in 6. Oder wir haben 3 Punkte mehr, weil die gegen die 0 Punkte geholt haben. Wir haben 3 Punkte durch den 2-0-Sieg dazu bekommen. Ne? Für uns ist eigentlich, also für uns wäre es auch ziemlich gut, wenn Toguchi am 34. Spieltag aufhört. Für die sportliche Fairness wäre es natürlich besser, wenn die zu Ende spielen. Ne? Dann werden wir wahrscheinlich trotzdem 3 Punkte gegen die holen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Lautern wird gegen die auch 3 Punkte holen, weil die am letzten Spieltag gegen die spielen. Und wenn die dafür 40.000 Zuschauer spielen, werden die wahrscheinlich höher als 2-0 besiegen. Wenn es, je nachdem, was es geht. Ja, ich hoffe einfach, dass es bald entschieden wird. Sonst ist es einfach, scheiße, wenn man nicht weiß, wie Punkte man gerade hat und wie es weitergeht. Ne? Bisschen enttäuschend für Martin und mich zum Beispiel ist es auch, dass wir gegen Toguchi auf jeden Fall nicht im Olympiastadion spielen, weil das umgebaut wird zu dem Zeitpunkt, sondern wir in der Grünwalder Straße spielen. Und diese gegen Dortmund spielt Dortmund das letzte Mal in der Roten Erde. Die spielen nachher in Westfalenstadion. Also für die Auswärtsfahrer nach Dortmund auch gut, dass wir nicht im riesen Pott da spielen müssen vor 1000 Zuschauern. Das ist ja auch nicht so geil. Und diese 500.000 Euro, die kolportiert wurden, dieser Brücken da irgendwie reinbuttern wollte bei Türkgücü, das war nur ein Gerücht, das haben sie dementiert, da ist nichts dran. Das fände ich auch Quatsch, weil sie hätten dadurch ja keinen, also sie hätten zumindest auf Lautern und Eintracht keinen Vorteil. Ja, vielleicht haben sie das nochmal durchgerechnet. 500.000 Euro einzahlen und dann am Ende Vierter sind. Das ist dann zwar die Pokal, aber das nutzt sich dann ja auch nicht. Also habe ich schon gedacht, dass das Quatsch ist. Weil, was das denn für. Die haben da zwar einen Vorteil auf 68, aber die haben keinen Vorteil auf die Mannschaften, die dann vor ihnen stehen. Und die wollen ja aufsteigen. Bringt dann ja nichts, wenn sie dann trotzdem nicht Dritter sind. Immer natürlich gegen Magdeburg gewonnen, 2-1 am Wochenende. Ja. Was auch gar nicht so schlecht ist für Magdeburg, beziehungsweise unseren Rekord, weil die Differenz, die, ja, wir haben jetzt noch 4 Punkte Polster. Wir waren in unserer Rekordsaison zu dem Spieler übrigens ein gutes Stück besser in allen Bereichen. So wie in jedem Bereich. 20 Punkte müssen sie holen, 24 können sie noch holen. Also dürfen sie noch ein paar Ausrutscher erlauben. Zu dem Zeitpunkt mehr Siege, weniger Unentschieden, weniger Niederlagen, mehr Tore und weniger Gegentore. Also wir müssen, um mal in Perspektive zu setzen, was für eine geniale Saison wir damals gespielt haben. Ja, weil Magdeburg ja durch die Liga marschiert wie Bayern München ungefähr. Mit mehr Vorsprung auf die zweiten sogar noch. Dass wir damals halt noch besser waren. Zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja, also der Mannheim-Spiel konnte man eigentlich gut mit leben. Das konnte man gutes Gewissen mit einem breiten Grinsen nach Hause fahren. Ja, wenn man das Saarbrücken noch mal diskutieren, also ich finde, also jetzt im Vergleich zum Mannheim-Spiel wurde nicht groß was verändert. Ich denke auch immer, dass solche Spiele wie gegen Mannheim oder jetzt in diesem Fall gegen Saarbrücken auch, dass die teilweise halt sehr, sehr auch knapp entschieden werden. Das sind die einzelnen Szenen, die dann so ein bisschen den Spielfluss vor allem beeinflussen. Und dass wir ja genau, also ich denke mal, gegen Mannheim haben wir ein bisschen zu hoch gewonnen, gegen Saarbrücken haben wir zu hoch verloren. Also ich denke mal, die Spiele waren beide wesentlich ausgeglichener, als das Endergebnis dann vielleicht so ein bisschen gezeigt hat. Ich finde immer noch, dass wir auf einem guten Weg sind. Viele haben gemeckert nach einem Saarbrücken-Spiel, habe ich gelesen. Besonders auf den Tribünen, das war und auch gehört, dass da sehr viele gemeckert haben. Finde ich ein bisschen schade, weil. Ich habe nicht so gehört, muss man sagen. Also, ich habe mir im Blog nicht so viel Mecker gehört. Man hat so vereinzelte Pfiffe nach dem Spiel gehört, aber man hört halt auch jeden Pfiff. Ne? Muss auch sagen, du hörst, wenn 8 Leute pfeifen, hörst du es im ganzen Stadion. Ne? Weil das halt sehr das laut sowieso. Ich fand es. Quatsch, dass man pfeift, die Mannschaft wurde nach dem Spiel auch noch von der Kurve gefeiert, die noch recht zahlreich da geblieben ist. Aber da gab es noch Applaus für die Mannschaft. Die Sitzplatztribünen haben sich ziemlich schnell nach dem 0-2 geleert. Da war vorab schon ziemlich viele weg. Ich muss aber sagen, es war sehr schön, mal wieder bei 14.000 Zuschauern im Stadion zu sein. Leider war die Stimmung vor dem Anpfiff
deutlich besser als während des Spiels. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil vor dem Spiel dachte ich, ey geil, es wird heute richtig krass. Und ja, im Spiel ja, war es dann sehr, sehr viel Kanon. Es wurden Lieder angestimmt, wo schon andere Leute Lieder anstimmen, was ich immer das Dümmste überhaupt finde. Hört auf, Lieder anzustimmen, wenn schon ein Lied gesungen wird. Das ist Quatsch. Singt lieber einfach mit. Jussi, man muss nicht immer ein eigenes Lied anfangen. Meistens passt es, weil sowieso wieder nur 3 oder 4 Lieder gesungen wurden. Es hat sich so oft alles wiederholt. Und die Stimmung ist wirklich unterirdisch. Und dann setz doch einfach mal, also verstehe nicht, wenn ich ein Lied höre, das gesungen wird, wieso fange ich das Lied von vorne an? Setz doch ein, wo das gesungen wird. Das kann doch nicht so schwer sein. Die meisten gehen doch so seit mehreren Jahren ins Stadion. Ihr kennt das Lied offensichtlich, wieso setzt ihr nicht an den Punkt ein, wo die anderen gerade singen? Warum müsst ihr das Lied von vorne anfangen und dadurch alles durcheinander bringen? Das verstehe ich nicht. Du musst einfach nur mitsingen. Dass es mit dem Takt halt schwierig ist ohne Trommel, das verstehe ich ja, ne? Wenn man jetzt nicht jede Woche im Stadion ist. Ich denke, also die Ultras waren immer noch nicht da, also jetzt kann ich zumindest nicht. Zumindest als Gruppe. Organisiert. Block 9 war aber schon deutlich voller als zuletzt. Da haben auch viele gesungen, viele gehüpft und ganz oben, Block 9, hat auch einer eine Trommel simuliert, indem er auf die Fenster, die Scheibe halt geklatscht hat, was schon ganz war, ganz gut war ab und zu. Irgendwo war auch eine Trommel, Block 7 aber eine sehr leise Trommel und ein sehr ungeübter Trommler. Aber die Südkurve war ganz schön voll, muss man wirklich sagen. Also die Südkurve war schon ziemlich voll. Wäre ungefähr, wenn man das vergleichen will mit dem echten Spiel gegen Spiel gegen Freiburg 2 in einem Montag oder sowas. In der dritten Liga. Wenn es nicht gut läuft. Ne? Wenn es so einigermaßen ein Drittliga-Mittelfeldspiel gegen Freiburg 2 montags irgendwie kommen mal 14.000. Und er könnte mir erzählen, was er wollte. Die Ultras fehlen einfach. Es fehlt einfach der Support. Die Stimmung war scheiße. Der organisierte Support. Es war Totentanz bis zur 80. Minute, dann wurde nochmal so die letzten 10 Minuten, wurde nochmal Stimmung gemacht. Nach 0:2 war die Stimmung besser als vorher. Ja, es war mehr Potenzial da. Es war halt, auch wenn Tilo halt da war, ne, der ehemalige Capo, der halt auch wieder auf den Zaun gestiegen ist, versucht hat, das zu organisieren, hat halt so semi-gut funktioniert, weil halt sehr viel Kanon war und dann halt irgendwie mal 2 Strophen mitgesungen wurden, dann wieder aufgehört wurde. Und ja. Man muss natürlich auch sagen, dass das natürlich recht highlightarm war, das Spiel. Ne? Es gab jetzt nicht 2 Chancen hintereinander, wo man richtig aufgeputscht wird, sondern es gab dann irgendwie eine Ecke, wo man aufgeputscht wurde. Die Ecke war dann halt wieder total scheiße. Schiedsrichterfehlentscheidung, sowas. Ja. Da gab es eine, wo man sich aufgeregt hat, als Lauerbach da durchgebrochen ist und dann umgefallen ist. Wo dann irgendwie faul gegen ihn gepfiffen wurde. Das konnte man aus der Südkurve nicht so gut erkennen, was das jetzt im Fall oder nicht. Aber sonst war halt, ja. Es gab in der ersten Halbzeit diese eine Szene, wo, glaubt es so auf die Nordkurve. Ja. Wo es wirklich knapp war, dass kein Schuss war. Also das war, glaube ich, die beste Chance von Eintracht im ganzen Spiel. Dafür, was man natürlich in erwartenden Tor nicht sieht, weil es kein Schuss war. Ja. Aber an die Szene kann ich mir erinnern, dass das so eine Schlüsselszene auch gewisserweise war. Marc sollte lieber flach spielen, anstatt zu flanken. Obwohl eine Flanke angekommen ist. Ja, ja. Jetzt ist eine Flanke angekommen von Marx. Oh, und das ist so eine Torschance raus geworden, ne, Kopfball von Krause mit Helm. Aber dann, wenn er in den Strafraum reinbricht und dann flach spielt, das ist ziemlich gefährlich gewesen. Also, haben wir letztes Mal ja ein Tor draus geschossen, als er bei einem Heimspiel. Und diesmal hat er damit auch ein paar Chancen vorbereitet. Das kann er anscheinend besser. Flanken allgemein waren wieder schrecklich gefühlt im Stadion. Ich weiß nicht, was die Daten sagen, aber die letzten 20 Minuten haben wir die ganze Zeit aus dem Halbfeld geflankt und eigentlich war gar keine gefährlich. Ja. Das fängt schon beim Spielaufbau an. Entweder du machst den Abschlag lang von Yasi oder sie probieren ja jetzt immer häufiger hinten rum zu spielen. Oder man schießt seinen Abwehrspieler an. Das auch, aber das ist ja eigentlich so, dass du dann zu einem von den Außenverteidigern spielst, Druck bekommen und den Ball dann trotzdem einfach lang nach vorne irgendwo hinschießen. Also den kann auch Fasic den Ball gleich nach vorne schießen. Dann sparst du dir diese. Aber so kann er zum Ball geht vorne, kann, ist ja egal, wer den Ball nach vorne schießt. So sparst du dir wenigstens den Druck, den du hinten auf die letzte Reihe bekommst. Ich weiß gar nicht, ob sie den Ball ins andere Tor ausgeschossen haben oder zum Tor geschossen haben. Also, das war ja, haben den Ball hinten Abstoß, schlagen lang Ball nach vorne, der ist zu weit, rollt ins Tor aus, Saarbrücken hat Abstoß. Das ist ja, glaube ich, 4 oder 5 Mal passiert in der ersten Halbzeit.
Da habe ich mir natürlich an dieses Scheißtor rein. Das muss wirklich ehrlich sagen, ist einfach nur Pech gewesen, das Tor, ne? Dass der noch reingegangen ist. Der fällt ja irgendwie auf den Ball drauf. Es war, glaube ich, auch nur halb absichtlich, dass er den dann reingemacht hat. Es war gut gehalten, eigentlich. Ja, es war gut gehalten. Also, den zweiten Nachschuss hätte er ja auch gehabt, wenn er nicht im Tor gelegen hätte. Muss man sagen, hat in den letzten Spielen eine gute Parade rausgehauen. Im 1 gegen 1 zum Beispiel oder sowas. Aber mit dem Ball am Fuß, das wird nicht mehr so seins. Ne, wenn er unter Druck kommt. Sechs Flanken sind angekommen von 23. Ja. Na, es ist so durchschnittlich bei uns, was wir haben, diese Saison. Aber es sind auch oft ziemlich gute Flankenpositionen gewesen, die dann auch ziemlich viel ausgeführt wurden. Ne, wo man halt recht frei war oder wo man halt recht unbedrängt flanken konnte und die Flanken dann halt ziemlich kacke waren. Aus einer so einer Flanke entsprang mein Highlight des Spiels. Das war auch so eine Flanke nach vorne und mündete dann gleich in den Konter der Saarbrücker, wo Nicolau den Pass nach vorne in die Spitze mit einer Wahnsinnsgrätsche unterbunden hat. Diese Grätsche, er stand einfach an der richtigen Position, weggegrätscht, das wäre sonst richtig gefährlich geworden, wäre das Spiel dann nicht durch gewesen. Das war die Szene des Spiels. Ich habe mich extremst aufgeregt, als Nicolau im Standplatz von 0 zu 2 den gegnerischen Spieler einfach volle Kanne umgerammt hat. Und ich dachte schon, gelb, ja. Wie kann man denn so dumm sein, sich seine fünfte gelbe Karte so abholen? Und dann hat er eine gelbe Karte gegeben. Dachte ich, okay, nehme ich auch mit. Aber das wäre echt in der 90. Minute oder 92. Minute, wenn du 0 zu 2 zurückliegst, deine fünfte gelbe Karte abzuholen. Aber das wäre echt, das wäre typisch Eisend gewesen. Ne? Genauso dumm wie die beiden gelben Karten gegen Zwickau von Schulz und Behrendt. Ja, haben wir Glück gehabt, muss man sagen, weil auf der 6. Position sind wir ja, naja, also das Mittelfeld ist schwer umzustellen, ohne dass es nicht zur Spielweise passt, die wir machen wollen. Was Jussi, glaube ich, in seinem Bericht über Henning auch schon geschrieben hat, es ist schwer, wenn der Gegner tief steht, wir halt was machen wollen, ne? Wenn er jetzt nicht davon profitieren kann, dass er vorne drauf geht und den Ball erobert, weil er halt nicht so Kreativspieler ist er jetzt nicht unbedingt, sondern wenn es halt mal schnell geht oder wenn er halt einen Pass weiterleiten kann, wie halt gegen Mannheim beim 0 zu 1. Also das ist sowas, was ich, also das ist das Einzige, was ich aktuell bei Schiele nicht verstehe. Also ich verstehe seinen Spielplan, seine Spielphilosophie, die haben auch schon andere Lösungen jetzt gefunden, wenn er gegen tief steht, aber wenn man wirklich merkt, als Zuschauer, dass das wird nichts heute. Sie liegen 1-0 zurück, es gibt wenig Torraumszenen, der Gegner ist wirklich kompakt, man versucht anzulaufen, das es stehen einfach keine freien Räume. Irgendwann mal ab der 50. Minute, ab der 60. Minute spätestens muss man als Trainer eingreifen und wechseln. Ja. Was hat er, wie lange hat er diesmal gewartet? Der 60. hat er gewechselt. Kobylanski auch? Nee, der kam Müller. Erst zur 75. oder 60. Genau. Genau, das meine ich. Also, das ist einfach früher wechseln auch. Ich gerne doppelt wechseln früh, ne? Also, ja, und ich verstehe immer noch nicht, wir haben immer noch Spieler wie, ja, Hartmann und Gerd. Da kam auch 0 zu 2 dann, ne? Ja, genau. Also, das sind so, also, das ist so der Punkt, wo ich Schiele nicht verstehe, dass er da nicht früher eingreift. Anders bin ich mit ihm zufrieden aktuell, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke einfach, da muss er einfach als Trainer noch der Mannschaft auch, wenn er schon nicht selber mit Wechseln eingreifen möchte, dann muss er der Mannschaft irgendwie noch helfen, diese Lösungen zu finden, wenn der Gegner so auftritt, wie wie Saarbrücken aufgetreten ist. Aber was mich sehr zufrieden macht, dass wir auch in der Expected Points Tabelle jetzt in dem oberen Ende der Tabelle angekommen sind, sage ich mal so. Das ist halt nicht mehr so, also ein bisschen Glück und ist halt immer dabei und Pech, ne, dass man halt eine andere Position hat, aber die ist jetzt nicht mal so krass abweichend. Jetzt auch gegen zwei starke Teams jetzt gut gespielt. Ich fand die zweite Halbzeit gegen Saarbrücken eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben eigentlich gar nichts zugelassen, defensiv.
Auch wenn die Versuche viel gekontert haben, aber Abschlüsse haben echt wenig zugelassen. Und einer kann immer passieren, dass er dann reingeht, das ist natürlich auch blöd. Aber ich glaube, es war der ein, also ich glaube, Felix hat gar keinen Ball gehalten im letzten Spiel. Mhm. Ich glaube, drei gingen aufs Tor, einen klärt Schulz, zwei gehen rein. Ich glaube, einen hat er gehalten oder so, aber es war schon, wie du so sagst. Also es war, ne? Es gab, genau, also es gab, es gibt eigentlich zwei Chancen, die bitte beide machen. Und die erste Chance war halt so ein dummer Ball im Strafraum, der durch Glück dann irgendwie den Stürmer trifft. Der Schulz von der Linie geklärt hat. Genau. Und der zweite Ball ist dann auch so einer, der zwischen zwei Verteidiger irgendwie durchrutscht oder so. Und dann, genau, dann sozusagen den Stürmer auch dann, oder den Angreifer dann halt, erwischt und der dann reinlegt. Also es war jetzt von uns offensiv kein gutes Spiel, aber defensiv war es ein wirklich gutes Spiel. Man hatte halt Pech mit diesen Toren. Denke im Endeffekt, in der Höhe nicht ganz verdient für Saarbrücken, hätte auch knapper ausgehen können, oder man hätte vielleicht sogar 0-0, also wenn es 0-0 ausgegangen hätte, oder ausgegangen wäre, könnte sich Saarbrücken auch nicht beschweren, aber gut, andererseits muss man auch sagen, ehrlich muss man auch sagen, dass Eintracht auch dann diese Lösungen auch nicht gefunden hat in der Offensive, das muss man schon zugeben. Es ist auch mal schwierig, solche Spiele zu analysieren, weil man halt sehr enttäuscht ist, weil es halt so ein 6-Punkte-Spiel war. Ein Sieg halt richtig wichtig ist in so einem Spiel. Also hätte Saarbrücken ja quasi aus dem Aufstiegsrennen erstmal rauskegeln können und einen Riesenschritt machen können. Das ist natürlich immer so eine Enttäuschung, die mit reinspielt in die Bewertung von einem Spiel. Wo man halt froh sein kann, dass wir jemanden haben wie Jussi, der halt die Daten blicken kann und da so ein bisschen objektiv was reinbringen kann, weil es halt nach solchen Spielen schwer ist, wenn man das nicht zur Verfügung hat, das zu bewerten. Ich war nach dem Spiel auch schon ganz schön angepisst, niedergeschlagen, dass sie das verloren haben. Weil man halt erstmal jetzt nicht mehr auf dem Aufstiegs- oder Relegationsplatz steht. Hat zwar das Nachspiel in der Hand, aber das kann man halt auch verlieren. Ne? Oh, ja. Man hat jetzt halt nicht mehr in der eigenen Hand Zweiter zu werden. Hätte man ja haben können, sozusagen. Da hätte sich ein bisschen besser ausgehen, also eine deutlich bessere Ausgangsposition erarbeiten können. Man hat jetzt auch durch das 0-2 auch die Tordifferenz gegenüber Lauter wieder verschlechtert, die halt Havelse mit 3-0 besiegt haben, also minus 5 quasi an einem Spieltag im Vergleich zu Lautern. Die anderen sind egal, meiner Meinung nach, die Tordifferenzen, weil die sind sowieso besser, wenn es drauf ankommt. Ja, wenn wir jetzt gegen Ende der Saison schlechte Torverhältnisse als Osnabrück oder Saarbrücken haben, dann haben wir sowieso weniger Punkte als die. Das geht, also wir verlieren irgendwie ein Spiel mit 0-10 und alle gewinnen alle anderen. Aber auf Lauten ärgert mich das. Ich habe einen Tabellenrechner mal gemacht, um alles einfach mal so anzugucken, was die Spieler so sind. Und man muss wirklich sagen. Jetzt bist du ja da. Ja. Ich habe einen Tabellenrechner gemacht, um einfach zu sehen, gegen wen die anderen Teams zu spielen. Und da spielen noch ziemlich viele Teams von oben gegeneinander. Also ich glaube irgendwie alle fast, da gegen 68, gegen Saarbrücken, Osnabrück, Lautern was, und wir halt nicht mehr so, ne? Wir haben ja gegen Lautern schon zweimal gespielt, in Mannheim und Saarbrücken schon zweimal gespielt, ich bin noch in Osnabrück da ganz oben. Ja, 16 haben wir auch schon zweimal gespielt. Die müssen dann haben halt auch, was wir nicht so oft hinbekommen haben, was wir früher nicht so oft hinbekommen haben, wir müssen halt gegen die Teams von unten auch gewinnen, ne? Das ist nicht immer so einfach. Das ist so historisch gesehen immer so ein Stolperstein für Eintracht, gegen den Tabellen letztens zu gewinnen. Wir spielen da wirklich noch gegen Teams, die wirklich ganz drin sind. Havelse, Würzburg und Turgutry vielleicht. Wenn wir da halt die Punkte, also wir haben halt viele Punkte liegen lassen gegen Teams, ganz unten, gegen Fern unentschieden gespielt, gegen Viktoria Berlin das Hinspiel verloren, gegen Zwickau verloren, gegen Duisburg verloren. Wir haben, weil immer viele sagen, wir haben gegen die oben nicht gewonnen. Ja, aber wir haben gegen die oben auch nur sehr selten verloren. Wir haben nur gegen Magdeburg einmal verloren und gegen Saarbrücken einmal verloren. Sonst haben wir nicht verloren gegen die Teams aus den ersten 12 oder 13. Die wir haben aber dafür gegen die unteren Teams direkt die Niederlagen geholt, kassiert. Und das finde ich halt viel ärgerlicher, weil du gegen die unteren Teams ja gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst. Also, aber wir spielen halt noch gegen Osnabrück und gegen Magdeburg zum Beispiel. Das sind so die zwei.
Ja, stimmt, Max. Ja, genau. Mannheim und 60 spielen jetzt zum Beispiel schon gegeneinander. Ja. Nächste Spieltag. Da, das ja. ist, zumindest kann man wieder einen distanzieren, wenn man gewinnt. Aber gegen die, wenn du halt gegen einen von oben unentschieden spielst, dann kannst du dich zwar nicht absetzen, aber die kommen auch nicht näher an dich ran. Wenn du jetzt, wenn es zu viele wie jetzt wären, ne? Also wenn du jetzt unentschieden spielst, dann gegen Kaiserslautern setzen die sich natürlich ab. Aber die müssen ja auch noch gegen die spielen. Und das geht ja, heißt ja am Ende der Saison wird ja abgerechnet. Aber die viele Teams gewinnen halt oft gegen auch untere Teams. Aber die verlieren auch gegen untere Teams. Wie Magdeburg gegen Toguchi, hätte ja auch keiner mit gerechnet. Da hätte ich ja nie im Leben drauf weg. Da hätte auch nie auf die Idee gekommen. Ich war eigentlich fest davon ausgegangen, dass Toguchi jetzt alle Spiele bei 5-0 verliert. Ja, weil die das sich auseinanderbrechen. Ehre. Ja. Fußballer-Ehre. Ja, danke. Können Sie gerne, bis auf ein Spiel dürfen die gerne alles gewinnen. Ich drücke allen Teams die Daumen, die gegen unsere Aufstiegskonkurrenten spielen. Die dürfen gegen die gerne alle gewinnen. Dann ist uns mir nämlich auch egal, wenn dritten Liga spielt am Ende, wenn wir aufsteigen. Dann dürfen die sich gerne in der dritten Liga nächstes Jahr bekriegen. Weil nächstes Jahr wird es mir nicht unbedingt einfacher aufzusteigen. Ja. Also wir haben noch gute Chancen, also man soll jetzt nicht den Kopf in den Sand vergraben, weil die anderen Teams auch noch viele Punkte liegen lassen können, oder liegen lassen müssen, weil sie gegeneinander spielen. Wenn wir genügend Punkte sammeln, dann wird das kommen. Wir haben es sozusagen am eigenen Fuß den Aufstiegsball. Wir müssen halt nur bis ans Ende mittragen und am Ende halt im Tor unterbringen. Ja, also laut, gehen Lautern zu gewinnen quasi. Das Rennen gewinnen wird schwer. Ja. Ich denke Lautern ist aktuell immer noch die eventuell stärkere Mannschaft in diesem Rennen, aber Fußball ist Fußball, man kann es ja nicht wissen. Ja. Aber aktuell und dann in den Strudel kommen. Ja, also aktuell gehe ich, aber ich weiß, dass ist nicht sowas, was man gerne hört, aber aktuell sehe ich aber einfach auch in einer möglichen Relegation ziemlich stark aufgestellt. Also wenn es soweit kommen sollte, dass wir eine Relegation spielen, denke ich, dass wir gerade durch unsere Spielweise, die so ein bisschen Underdog-Fußball auch so ein bisschen, ja, ich denke mal, auch zelebriert, denke ich, dass wir jeden Gegner auch aus der unteren Tabellenhälfte von der zweiten Liga auch Probleme bereiten können. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich hoffe, dass es in Ingolstadt oder Aue wird, weil die dann halt super, super Motivationsboost haben, wenn die in die Relegation kommen, weil sie sich noch so reingehalten haben. Ja, Dresden sieht es aus, aktuell, eventuell. Wenn ich ehrlich bin, ich möchte nicht in Dresden aufsteigen, weil da habe ich ein bisschen Angst um meine Gesundheit. Stimmt. Weil ich finde es auch richtig ehrlich unfair, dass der Drittligist auswärts spielen muss im zweiten Spiel. Ich finde, der unterklassige Verein sollte im zweiten auswärts spielen, weil diese Regel, dass das Team, was zuletzt spielt in der Liga, auswärts das Heimspiel als zweites hat, das ist ein bisschen komisch. Ja. Das ist ein riesen Vorteil für den Zweitligisten, das auch als Heimspiel dann zu haben. Vor allem für einen Verein wie Dresden oder Rostock oder sowas, ne? Die können auch unten drin. Ich würde aber gerne in Hannover aufsteigen. Wenn ich mir also wünschen darf, dass du ja, glaube ich, das Geilste aus dem ganzen Leben erleben könnte. Sandhausen und dann haben wir die Afterparty bei GSN. Ich würde mir eine Relegation sparen. Ich möchte auch nicht gegen Hannover. Das möchte ich mir gar nicht ausmachen, weil wir da hundertprozentig verlieren. Nein, das möchte es auch nicht. Möchte ich mir nicht ein zweites Mal antun, dass wir schon gegen Wolfsburg in der Relegation verkackt haben. Ja, das stimmt. Und dann gegen Hannover auch noch. Es ist noch schlimmer, genau. Dann werde ich lieber Vierter und steige nicht auf. Also ich könnte mit den ersten vier Plätzen, also Erster wäre natürlich nicht, aber alles unter vier wäre für mich ziemlich enttäuschend. Das wäre schon eine heftige Saisonniederlage sozusagen, weil dann der Pokal nicht dabei bist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand Vierter wird, der schon im DFB-Pokal ist, aber dann wird wahrscheinlich der Gegner im Landespokal einfach reingenommen werden. Wahrscheinlich, ja. War ja bei uns auch so. Ja, Jussi, also das ist eine gute Idee. Ich muss mir jetzt verabschieden, ich bin jetzt schon über meinen Zenit hinaus. Wir müssen noch tippen. Achso, tippen. Ich sag, tippe 0-2 Auswärtssieg. Das wollte ich auch sagen. Ich sag 0. Ich sag auch 2-0.
Ich sag 0-0. Jetzt ist der Turm wieder da. Ich tippe 0-0. Eure Tipps sind, glaube ich, da. Sind drauf. Ich wollte noch eine kleine Anekdote anbringen, um die Folge zu beenden. Ich habe selber schon im Stadion Rote Erde gespielt, beim TK Schland damals, das ein deutschlandweites Twitter-Treffen ist. Und ich habe einen Elfmeter verwandelt. Also wenn wir mal einen Elfmeter kriegen sollten und der nicht zurückgenommen wird, bin ich guter Dinge, dass wir den im Tor da bringen. Dann wirst du eingewechselt. Ja, dann ziehe ich mich schnell um. Fitze-Style, ganz eiskalt, einfach einschieben. Ja. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Drückt die Daumen, wir spielen am Montagabend. Montagabend geht's gegen den BVB. Stadion Rote Erde. Bin ich schon im neuen Lebensjahr dann? Da ist der Kiwi schon im neuen Lebensjahr. Dann schon mal. Nix. Das bringt Unglück vorher. Deswegen habe ich ja nur Dings gemacht, ja. Wenn Obwohl, ich mich nachträglich beschenken möchte, wäre ich damit sehr einverstanden. Bleibt gesund oder werdet gesund. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Ja, mach's gut. Adios. Ja, ciao, ciao. Tschüss.